Hi. Da sind wir wieder. Servus. Das geübte Auge sieht einige Disparitäten in der Levelverteilung. Ach so. Warum? Weil ich meine Festplatte sauber gemacht habe und wieder hochleveln musste und Colin mir geholfen hat, Markus nicht. Punkt. So. Runde startet. Ja, ich war beschäftigt. Und wir haben schon angefangen, war beschäftigt. Zu bauen. Genau. Er war mit irgendwelchen Android-Codereien beschäftigt. Nee, damals. Ach, okay. Damals, ja. Ist es so schön, dass die unter Wasser brennen können, das glaubst du nicht. Ja, Plasmabrände. Keine Ahnung. Magnesiumbrände wohl eher. Was für? Magnesium. Das geht auch, ja. Nein, aber diese Feuer in jedem halbwegs guten Science-Fiction-Film und oder Serie, die auch im Weltraum rennen können. Nice. Easy. Obwohl mal drin auch ein bisschen drin. Aber. Und ja. So, wo kommen sie jetzt her? Von da. Die kommen von allen Seiten. Noch nicht. Oh Gott, Spucker kommen. Die spucken über diese Begrenzung in 100 pro drüber. Nein, tun die nicht. Haben sie doch in dem einen Level auch, deswegen sind wir doch mal gefällt beim Level. Das haben die nur, weil die überhalb standen. Ach so. Okay. Was ich aber jetzt... Die können nur genau gerade spucken, ja. Was ich für eine gute Idee halte, wäre, ihren Kontrollturm eine aufzuwerten, weil wenn die Spucker da langlaufen, die Spucker haben Reichweite. Wenn die kontrolliert werden, macht das doch bestimmt Sinn. Jo, finde ich gut. Finde ich auch gut. Das hier, die... Wo ist da? Da ist mit dem Spucker. Ja, die werden halt außen rumlaufen, schätze ich. Ja, wird sich zeigen. Ne? Ich meine, der hat schon eine halbwegs große Range und die werden wahrscheinlich auch ziemlich direkt zum Kern laufen. Machen wir jetzt hier eine Spirale außen rum oder was machen wir? Ich wollte ein klein wenig Spirale machen, ungefähr bis hier und dann hier die Damage zu suchen. Dann mach das mal. Okay. Ja, das war so schön. Übrigens, wenn noch jemand war gut übrig hat, ich würde ganz gerne ein paar Minen bauen. Und da brauche ich halt noch Punkte für. Ja, bleib stehen. Gut, das reicht, danke. Jetzt habe ich fast keine Punkte mehr. Packe ich hier hin, damit man sie nicht mehr umbauen muss. Das passt nicht, schade. Das. Dann gehe ich wieder auf die Let's go. Kleinen, schweren Läufer mit den schweren Exoskelettknochen. Ja. Ich will Spucker. Die Spucker gehe ich mal nicht, weil... Ah, doch! Sie drehen sich um und greifen ihre Freunde an. Ja, das fand ich halt... Das war ja die Idee. Aber das hält nicht lange an. Ja, aber es hält länger an als bei der Stufe 1 Tour. Das wäre das auch irgendwie Ultra-OP, oder nicht? Ziemlich. Was? Ja. Hallo, Ladies. Oh, sorry. Da. Ich hänge. Clear for now. So. Danke. Okay. Jo, dann lass mal schauen. Wie gestalten wir es am besten? Das ist schwer, hier ist echt ein kleiner Raum. Ja. Ah, schau mal, fliege wie hier. Was wo? Ja. Ja, jetzt eine Flak ganz gut. Ja, hier ging es schon, Simon. Wenn man das hier um drei Blöcke weiterbaut, oder wie hast du das? Ja, ich habe eigentlich geplant, das hier außen dran zu pappen, weil es weniger ressourcenintensiv ist. Wie außen dran?
Also praktisch hier eine Außenwand, also von da bis 2, 3, 4 hier. Dieses Quadrat. Warum an der Außenwand? Da kann man sie ja gar nicht leiten. Na doch, eben doch mal hier so drumrum. Na gut, dann machen wir es so, ja, ist glaube ich sogar besser. Ja, so wie ich gedacht habe, da rennen sie halt mindestens über 3 Seiten. Und ja, und eine Seite ist dem Kern zugewandt. Einfach hier weiterbauen. Also ja, bis genau. Da in die Ecke. Genau. Ja, okay. Baue ich die Türme schon mal wieder ab, ne? Ja. Das waren meine Türme. Ja, okay, können wir es nicht ganz dumm halten. Scheiße. Ja, aber das reicht doch. Ja, dann müssen wir das da eigentlich wegbauen. Ich meine, theoretisch fast die Ampere auf Maximalstärke, glaube ich, so auf 5 weit. Feuerleiter ja. Mit dabei haben, also können wir das theoretisch hier nach außen ein bisschen was noch verbreitern. Ja, das ist aber auch das eine relativ gute Damage Zone schon. Mhm. Bisschen versetzt, aber hey. Ja, es muss ja nicht immer 4 Quadrat sein. Okay. Nee. Eben. Okay. Die Kanone lasse ich da mal stehen oder wollen wir dann Blitz zum Rand machen? Können wir einen Blitz zum Rand machen, ja. Ja, genau, klar, mir ist Geld. Ja, tut mir leid, aber so ein Blitz braucht mal viel Geld. Pathetic. Pathetisch. Pastete, lecker. Ein Tisch aus Pâté. Oder wie? Ja, habt ihr schon gesagt. Das habe ich schon im letzten Spiel irgendwann, glaube ich, gesagt. Mhm. In der letzten Runde aus Ikea. Ein Teetisch von Ikea. Das ist der Pathetisch. Yeah. Ich meine jetzt noch was komplett anderes, aber okay. Weißt du, es ist mir egal. Ich und damit habe ich recht. Wollte ich gerade was sagen. Akkus, du hast noch 300 Punkte. Ja, ja, aber du hast mir gerade den Platz weggenommen. Egal, baue ich doch. Packst halt dahin. Da macht der Kanonenturm noch Sinn. Vor allem, was ich richtig gut finde, ist, dass wir die Damage Zone so haben, dass sie einfach einen großen Teil des Kerns einfach direkt umschließt. Mhm. Das ist für mich an sich so beim Überlegen her eine richtig gute Sache. Ja, okay. Das ist so richtig umweltnice. Was? Umweltnice? Ja, genau. Sind wir jetzt Zimbelmann oder wie? Ja, klar. Ich kümmere mich mal um die Fliegeviecher. Okay, Simon, auf welche Seite gehst du? Wahrscheinlich Spucker. Dann gehe ich auf die Läufer, okay. I'm ready. Wir müssen eigentlich alle sterben, wenn ich meine Waffe abfeuere hier. Weil die anscheinend. Das soll. Die sind immun, während sie noch unter Wasser sind. Nein, also nicht gegen Feuerschaden. Aber gegen Blitzschaden anscheinend, also. Die Elektrodynamik hier ist doch reichlich fraglich. Ich finde, die Viecher haben einfach nur so gebaut, dass das Wasser deren elektrische Leitfähigkeit modifiziert. Das wäre eine faszinierende Theorie, ja. Sagt ja, warum wir so viel aushalten. Wir haben welche Beteiligung essen zu haben. Das hätte ich gedacht. Ja. Yeah. Na kommt mal her. Gut, oder auch nicht. Ich wollte sie jetzt eigentlich gegenseitig greifen lassen, aber. We made it. Wenn da jemand Raketen reinsammelt, dann sammelt er Raketen rein.
Ja. Ich sammle gern. Nebenbei willst du den Hafenturm nicht auch noch ein bisschen umsetzen? Jo. Oder wolltest du den Gang erstmal außen rumbauen? Ich habe hier ein paar Blöcke schon hingesetzt. Ja, eigentlich schon, ne? Weil momentan. Dann mach das jetzt noch schnell, wenn du willst. Gut. Das hier. Oh, Zeitlimits gerade. Ja. Hm. Nun liegen. Okay, gut, gut, gut. Alles voll, nein, ist nicht alles voll. Fehlt dem. Kanonen. Ja. Vielleicht bin ich. Bis nächste. Wer geht wohin? Ich gehe. Ich bin blau. Okay, ich gehe also nach Süden. Dann gehe ich nach Norden. Da sind die Pflegeviecher. Die kommen von Norden. Sag, wenn du willst, überhaupt. Ne? Ja, ich kann halt momentan eigentlich nur Feuerschaden machen. Ja, ist doch, ja, reicht doch. Das ist mehr von als ich machen könnte, wenn die nicht gerade offen sind. Oh leck. Oh leck. Autsch. Damit tauschen, Markus. Hm? Damit tauschen. Tja. Ja, ich weiß. Die Pflegeviecher. Ja, und die Pflege. Ja, und ein Krieger, aber hauptsächlich ein Kriegerviecher. Der Krieger ist ja nichts wert. Ja, komm, greif an. Okay. Hey, hey, hey. Stehst mit Leben, ja, nicht ganz so rosig. Nun ja. Ja. Yay, von allen Seiten ganz viele, ganz viele, ganz viele schnelle Viecher. Ich setz mal die Keil drauf, ne? Wollte gerade sagen, mehr Zeit für eine Keil. Autsch. Da gut. Prinzipiell glaube ich zwar hier besser, aber so passt. So, lass mal's da. Führen wir den jetzt außen lang, anstatt direkt an dem Teil vorbei? Ja. Okay. Also direkt wieder mich so drumherum, ne? Aber. Ja, dann könnten wir hier, dann könntest du hier die Reihe noch näher dran ziehen, wenn du willst. Der hat Markus gebaut, nicht ich. Gut, dann ziehen wir die direkt mit dem Sonst drum rum. Wir haben keinen 4x4-Feld schon vergessen. Ja, den können wir da weiterbauen, wenn wir das brauchen. Wohl wahr. Na wohl, brauchen wir eh nicht, wir haben ja viel Gedankenkontrolltürme. Die uns Platz wegnehmen. Die wir eigentlich komplett rausnehmen könnten, weil die gar nicht so viel tun. Nee. Jetzt wissen nicht, wenn sie so strategisch miserabel platziert sind. Das ist wohl wahr. An Orten, wo sie eben gerade stehen. So. Ich hab den einen auf drei, lassen wir einfach mal. So. Ja, die anderen können wir jetzt auch erstmal noch lassen. Später halt dann. So. Oh. Also eigentlich gesehen, dass die Pollen hier nicht mehr grün, sondern rot sind. Also komisch rot-orange. Waren die nicht schon immer so? Nein, die waren, also im Wald waren sie noch grün, das weiß ich ganz genau. Ja, weil es Wald ist. Ja. Das ist Sumpf, ne? Das hat jetzt auch nicht so mit Rot-Braun zu tun. Das sind Glühwürmchen. Matsch-Glühwürmchen. Selbst die sind grün. So, ich habe noch Punkte, aber meine Türme stehen schon alle. Wer möchte noch was haben? Du könntest doch mir die Punkte geben. Ich hab noch eine Gatling, ich hab noch eine. Ich hab ein Firelight. Und eine Amp muss auch noch stehen. Die Amp ist wichtiger.
muss ich mir noch kurz einen Block snappen. Schön. Kommen wir sehr schnell voran momentan. Die Wellen sind klein. Pflanze. Okay. Ich gehe auf die kleinen Viecher und die schnellen. Das heißt, welche Himmelsrichtung? Ja. In meinem Fall, warte mal kurz, wo stehe ich gerade, wo gucke ich gerade hin? Das ist Norden. Okay. Ich gehe wieder wäschen. Ist so klein hier. Achso, ich habe noch 13 Punkte anscheinend. Oder habe ich noch 13 Punkte? Meine Anzeige buggt immer rum. 15 habe ich bei dir. Wir hatten doch noch die Amp gewetzt, ne? Genau. Ja. Ja. Dann gehe ich hier nach Süden zum Observatorium. Good to go. Soll ich die nicht treffen? Zielen. Ja, genau. Ja, nee, die rasen direkt durch. Okay, ja, mein Ziel ist Feuerschaden. Gut, ich glaube, wir bleiben besser in der Mitte als irgendwo auf. Bei solchen Wellen auf jeden Fall, ja. Das geht toll. Wackler. Ja, komm, mit denen kommen wir aber klar. Mittlerweile doch echt gut, ja. Trotzdem Willst du deine beiden Türme vielleicht in die Mitte setzen, damit wir wenigstens mal die Damage Zone voll haben? Markus? Achso, ich hab. Ja. Besser. Oh ja, leid. Ja, bin ich dran. Neben die Amp oder? Ja. Ja, wird schon da. Die Overcharge aus Versehen mit 20 Punkten ist nicht wichtig. Doch, 20 Punkte werden es umbringen irgendwann. Ja. Soll ich mal die Gedankenkontrolltürme auf 1 loswerden? Ja. Die sind nutzlos. Die Plattform könnt ihr euch vorerst gerne auch wieder nehmen, wenn ihr wollt. Mach mal. Stimmt. Wieder. Ich baue jetzt hier einfach mal noch eine Gatling hin. Ja, noch eine, wir haben noch keine. Hm. Ja, deswegen ja. Ah, jetzt stehe ich im Weg. Ich habe einmal den Türme schon gesetzt, sehe ich gerade. Plattform-Snipern. So, okay, den auf 3 lassen wir. Hm? Okay. Ja. Okay, ja, ich okay, habe okay, nur noch Gauss. Okay. Eine Gauss wäre eigentlich. Boah, eine Gauss wäre geil, hier neben der Amt zu stehen, ja. Ja, generell überall. Die Amp hat ja aber Range. Ja. Achso, innen drin meinst du, ja. Gut, nee, klar. Die Gauss muss nur in Amp-Reichweite stehen. Dann kann man die Gauss auch da einstellen. Genau, da wäre gut. Da wäre gut für die Gauss, ja. Außer. Ja, okay, Feuerleit braucht sie eh nicht, die Gauss. Genau, hier kann die Gauss gut hin, ja. Ja, brauche ich nur Punkte. Wie viele? 200. Da. Wir haben dir gleichzeitig Geld gegeben, weißt du das? Jetzt tanzen wir uns. Simon, jetzt pack deine Punkte in die Gauss. Genau.
Ja, die hat schon eine ordentliche Range. Ja, aber reicht auch. Neben dem Feuerleit wird sie die ganze Map abdecken. Das braucht sie aber nicht. Ja. Niedrigste Gesundheit. Wir stellen dich gerade auf niedrigste Gesundheit, wie wär's? Ja. Dringend. Kümmert sich jemand schon um Lumi? Nein, eigentlich Kirby, aber... Ich hab nicht gesagt, dass ich mich um Lumi kümmere. Das war das eine Mal in der Notsituation, weil die Zeit vorbei war und du nicht gerafft hast, dass es Zeitlimit gibt. Ach so.